Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zum 13. Teil von meinem Aquarientagebuch. Wie ihr vielleicht im Thumbnail schon gesehen habt, sieht das Becken ein bisschen anders aus, da mir wieder mal das Leben einen Strich durch die Rechnung macht. Mir sind enorme Menge an Akroporen und SPS kaputt gegangen und gehen mir immer noch kaputt. Der Grund dafür ist nicht so ganz bekannt. Ich bin momentan noch an der Ursachenforschung. Es ist nicht so, dass die Wasserwerte irgendwie einen Schluss darauf zuließen, dass irgendwas an den Wasserwerten nicht stimmen würde oder dass die Wasserwerte daran schuld sind, sondern es kann momentan tatsächlich nicht gesagt werden, woran es liegt. Eine Vermutung sind tatsächlich sowas wie parasitärer Befall oder einzellige Organismen, die die SPS schädigen und letztendlich zum Gewebeverlust führen. Dieses Gewebe treibt dann durchs Becken und setzt sich wiederum mit diesen Bakterien, wenn man so will, auch an anderen SPS fest und da beginnt der ganze Vorgang von neuem. Das ist eine Vermutung. Die andere Vermutung ist sowas wie Vibrionen. Ja, wer es nicht kennt, Vibrionen sind Bakterien oder eine Gruppe von Bakterien, die natürlicherweise im Brackwasser oder auch im Meerwasser vorkommen und latent auch im Aquarium vorhanden sind, ganz sicher. Und die Konzentration kann sich dann ab höheren Temperaturen, also ab 25 Grad zum Beispiel oder 20 Grad ist der Punkt, erhöht sich die Konzentration von Vibrionen besonders ja, sie sind zum Beispiel auch in Frostfutter vorhanden, in Artemien zum Beispiel oder in gewissen Zugabemittelchen, die man so kaufen kann, sind die auch vorhanden, ja. Und da ist es so schön, die Dosis macht das Gift. Aber Vibrionen ist ein ganz spannendes Thema, wenn man sich damit mal befassen möchte. Der Martin, also der Hegau-Riefer, hat da mal ein interessantes Video von gemacht, weil er davon betroffen war. Schöne Grüße an dich. Und wenn ihr wollt, schaut euch das gerne mal an. Das ist ein ganz informatives Video. Was bei mir allerdings gegen diese Vibrionen spricht, ist, dass die normalerweise hauptsächlich von Fische befallen werden. Fische habe ich momentan aber keine verloren. Somit gehe ich nicht davon aus, dass es Vibrionen sind. Deswegen ist es nur so ein, es kann ein Faktor sein, aber ich glaube es eigentlich nicht. Also, aber eine Korallenkrankheit oder sowas ist definitiv nicht auszuschließen. Wie ihr halt sehen könnt, hier saß meine schöne große blaue. Die ging bis zuletzt, ja, kurz bis ans Ablegerdeck ran war die schon gewachsen. Weg. Hier, wo ich jetzt die Schönheit mit den rosanen Spitzen hingepackt habe, war ja die größte grüne. Auch weg. Hat es leider nicht geschafft. Hier können wir jetzt nochmal eben die rosane Millepora sehen, da unten geht das los und weil das eben da unten ist, denke ich, das ist Vernässlung mit der anderen Koralle. Was man hier aber an ihr auch sehen kann, sind eben dieses Gewebe von den anderen Korallen, was da zwischen ihr hängt. Ne? Das ist. Kann man es jetzt auch nochmal schön sehen, die Eisfeier Echinopora oder weiß ich nicht genau. Da unten am Fuß geht es wieder los und zieht sich nach oben. Hängt auch schon wieder voller Fäden. Also auch fraglich, ob sie es packt. Na, auch hier die grüne oder grün-blaue. Kann man wahrscheinlich jetzt nicht so ganz auf dem Video sehen. Sieht zwar eigentlich noch gut aus, zeigt aber keine Polypen mehr. Und ne, irgendwie schleimt sie ab oder was auch immer das sein mag.
Hier hinten bei der Enzmann nix. Bei ihr nix. Die etwas andere Enzmann da hinten auch nix. Bei ihr hier ist auch noch nix. Meine Pink Lady zeigt auch noch keine Symptome. Die Red Planet auch nicht. Die Cheesecake heißt sie, glaube ich, so ähnlich, auch nicht. Also es ist ganz die Indus, die drei Tisch-Akropon, die stehen auch gut. Da gibt's auch nichts. Hier sieht man auch schön, wie sie wachsen. Da ist alles cool. Hier rum wiederum sieht man die Hofmeisterie. Wenn man die sich anschaut, sieht man überall diesen Schleim dazwischen, ne? Ganz merkwürdig. So, jetzt habt ihr das Übel mal gesehen, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Also meine beiden großen SPS sind komplett raus, sind momentan bei einem Bekannten zur Rettung. Der hat mir letztens aber schon wieder Bilder geschickt, die ich euch jetzt einblende. Und wie ihr sehen könnt, also die grüne ist so ziemlich komplett tot. Da habe ich noch einen Teil im Becken, wie ihr gesehen habt. Da scheint momentan der Befall aufgehört zu haben oder das Absterben aufgehört zu haben. Meine Eisfeier aber hingegen, wie ihr auch gesehen habt, die fängt schon wieder unten am Boden oder am Fuß an. Da fängt das Gewebe schon wieder an, weniger zu werden. Also ich glaube nicht, dass ich die retten kann. Und somit ist für mich auch klar, dass Fragmentieren in dem Sinne überhaupt nichts gebracht hat. Also Fragmentieren hat das Problem nicht behoben, in keinster Weise. Wie ihr bei meiner Montipora Tropic Thunder gesehen habt, das ist ein Prozess, der setzt sich jetzt schon die letzten Tage fort. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das aufhalten kann. Natürlich läuft wieder meine UVC. Die hatte ich jetzt die letzten Monate nicht an, weil ich keinen Nutzen darin gesehen habe und mir die bisschen Bakterien, die ich drin hatte, nicht noch abtöten wollte. Also UVC tötet ja bekanntermaßen alle Arten von Bakterien. Und deswegen habe ich dies momentan ausgelassen gehabt. Ja, die Korallen, die jetzt weiterhin Symptome zeigen, die werde ich heute noch entnehmen. Das bedeutet auch, die Milka ist raus, auch die Tropic Thunder kommt raus. Die Eisfeuer möchte ich gerne noch drin lassen. Ich hoffe, 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 dass die es überlebt. Bei der anderen Millipora, bei der rosanen, denke ich, dass es Vernesselungen von der roten Monty-Platte sind, dass die sich ein bisschen zu nahe gekommen sind. Da muss ich mal gucken, ob ich kann die Monty-Platte da unten nicht wegnehmen. Ich kann sie höchstens zuspachteln mit zwei Komponentenkleber ohne ähnlichem. Das ist alles, was ich für sie tun kann. Das werde ich natürlich auch versuchen. Was ich noch gemacht habe, ist, um den Stress für die Korallen zu reduzieren, ich habe die Beleuchtungszeit angepasst und bin wieder auf dem Standardprogramm zurückgegangen. Ich habe ja vorher ein eigenes Programm gehabt und bin jetzt wieder, um den Stress für die Korallen zu reduzieren, auf das Standard LPS-SPS-Programm bzw. LPS für die Bodenkorallen eingegangen. Und davon seht ihr jetzt da einen Screenshot. Bei dem ihr vielleicht auch sehen könnt, dass ich die Beleuchtungszeit wieder um eine Stunde reduziert habe, also auch die Gesamtbeleuchtungszeit wieder weniger ist, als ich vorher hatte. Und so wie das Tagesmaximum, das ist jetzt nur noch ein kurzer Peak und ansonsten läuft die Beleuchtung wieder in der Kurve, was die Korallen wesentlich weniger stresst als dauernd volle Kanne auf Kopf. Somit hoffe ich auch, somit die Korallen ein bisschen stärken zu können, so dass sie das besser überstehen. Ja, dann mein Lieblingsthema oder mein zweites Lieblingsthema, meine zweite Lieblingsplage, die ich nicht loswerde, ist natürlich der rote Schwamm. Wie ihr in Folge 11 und 12 gesehen habt, beziehungsweise hauptsächlich in 12 natürlich, konnte ich da berichten, dass er sich weitestgehend abgelöst hatte und ich nur noch ganz wenige Stellen drin hatte. Kurz danach, pum,
massiver Rückfall. Und zwar wirklich massiv. Also man kann, das ist jetzt mehr als vorher, an mehr Stellen wie vorher. Obwohl er sich wirklich, weiß ich nicht, ob er sich so vermehren wollte eher und gesagt hat, ja, ich löse mich jetzt, treibe woanders hin und vermehre mich dann wieder. Keine Ahnung. Also ich konnte ihn ganz leicht wegnehmen. Hat auch nicht das Gefühl, dass irgendwelche Spuren zurückgeblieben sind. Hat auch die Strömung ausgeschaltet, aber trotzdem ist er immer noch da. Also jetzt wirklich kommt die Behandlung mit Wasserstoffperoxid. Ich muss es mir erstmal besorgen, aber dann werde ich das machen. Also weil ich sehe sonst kein Land gegen diesen Schwamm. Den werde ich nicht los. Und Epo-Reef rausnehmen, haha, wird nicht funktionieren. Dann kann ich das ganze Becken neu machen. Dann ist, ja, dann fange ich wieder bei Null an. Ein bisschen was angepasst habe ich aber die letzten Monate trotzdem, oder den letzten Monat, nicht die letzten Monate. Ich war ja nie so ganz hundertprozentig zufrieden mit meiner Strömung. Trotz dass die ECM gute Arbeit gemacht hatten, sind die nicht in die Mitte gekommen, also ins mittlere Riff. Auch mein Auslass auf der gegenüberliegenden Seite, also der Raumseite, hat da nicht wirklich die Wirkung gebracht, die ich mir erhofft habe. Somit habe ich das Ganze jetzt wieder zurückgebaut. Nachdem die Korallen gestorben waren, also das hat, man kann auch, ich kann ausschließen, dass es an zu viel Strömung lag jetzt, aber trotzdem habe ich das jetzt wieder zurückgebaut. Ich habe den Auslass wieder auf die andere Seite, das heißt, da wo er vorher war, in die Nähe des Filterschachtes gesetzt, was den positiven Effekt hatte, was mich gewundert hat, dass ich meine Leistung für meine Rückförderpumpe um circa, was heißt circa 50 Watt reduzieren konnte und immer noch den gleichen Durchfluss habe. Das heißt, dass die DN25er Verrohrung, die ich um das Aquarium ringsrum gelegt habe, quasi so viel Druck weggenommen hat, dass ich 50 Watt mehr brauchte, um die gleiche Menge zu fördern, was natürlich sich positiv auf meine Stromrechnung auswirkt. Freue ich mich natürlich. Des Weiteren habe ich auf die gegenüberliegende Seite jetzt eine Jaya XF350 gesetzt. Die läuft momentan im OGC-Modus, den zeige ich euch gleich mal. Das heißt im Endeffekt, sie fährt von 0 bis 40%, von 40% wieder auf 0 und soll eigentlich auch nochmal in den negativen Bereich fahren, weil die Jaya hat ja zwei Strömungsrichtungen. Vom negativen Bereich sehe ich nicht allzu viel, aber das ist auch gar nicht, um was es mir in dem Fall geht, sondern ich will einfach die Strömung in der Mitte des Riffes haben. Das habe ich damit erfüllt, somit bin ich ganz zufrieden. Des Weiteren habe ich mir die Flow Expander, kennt ihr bestimmt, für die ECM 42 geholt. Das sind aus dem 3D-Drucker verwendete Vorbauten für die Pantereis, die die Strömungsmenge verbessern, genau genommen fast verdoppeln, glaube ich, und dabei aber den Druck, der dabei erzeugt wird, reduzieren, was natürlich besser ist für Korallen aller Art, da die natürlich, also mit der Panterei, da machen wir uns nichts vor, wenn die richtig loszieht, zieh dir den Korallen quasi das Fell ab. Also da kannst du das Gewebe so wegwedeln. Das ist jetzt wesentlich besser geworden. Und sie kommen jetzt immer noch bei, also was heißt immer noch? Ich habe die Leistung reduziert auf mittlerweile nur noch, ich glaube 40%. Vorher war ich bei 60, was auch wieder eine Einsparung ist. Und ich komme trotzdem bis zur gegenüberliegenden Seite vom Aquarium. Und den Euphis gefällt das weniger Druck wesentlich besser, weil ich musste natürlich eine entsprechende Menge Druck haben, damit ich auf die andere Seite vom Aquarium kam, was dann trotzdem zu stark war für die Euphilien. Wenn ich weniger hatte, war es zu wenig. Naja, das Spiel. Aber ich schätze, dass da auch die Jaya eher ihre Arbeit tut. Ich zeige euch gleich mal ein paar Bilder von der Jaya und von der ECM und dann sehen wir uns nochmal wieder. So, jetzt mal eben noch ein kurzes Video vom OGC-Modus. Der OGC-Modus ist ein Automatikmodus, den man im Prinzip, wo man nur die Stärke einstellen kann. Der soll dann laut
MaxSpect einen schönen Gyre-Modus innerhalb des Riffes generieren. Das heißt, er wird die noch immer wieder variieren, aber die Stärken eben so beibehalten, wie sie sind. Ja, jetzt hat er halt komplett gleich auf 40 hochgefahren. Bei anderen hatte ich es schon so, dass er langsam hochfährt. Jetzt hat er komplett gleich auf die 40% hochgefahren. Und hält die auch. Da kann man schön sehen, wie es in der Mitte des Aquariums zu Verwirbelungen durch den Auslauf führt. Oh, und jetzt ist das wieder vorbei. So, hier könnt ihr jetzt mal die Aufsätze sehen, von denen ich sprach, ne? Also, ja, die bauen schon ganz enorm auf, finde ich. Schön ist was anderes. Aber den Euphilien scheint die Strömung zu gefallen. Und auch die anderen Korallen sehen, naja, die, die nicht befallen sind, sehen nicht schlecht aus. Also ich denke, die Investition in die Gyre und in die Flow Expander hat sich durchaus gelohnt. Wer mich auf Facebook vielleicht verfolgt, hat vielleicht gesehen, dass ich kurze Anfragen gesendet hatte, was, ob ich die Panthereis quasi gegen MP60 oder MP40 tauschen kann. Der Plan steht eigentlich immer noch, gewisserweise, weil ich es einfach mal ausprobieren will, weil ich einfach neugierig bin zu gucken, was die MP60 oder MP40 so kann. Das Problem ist aber, dass das bei mir gar nicht so einfach realisierbar ist, wie ich jetzt bei einem Bekannten gesehen habe. Da mein Aquarium mit der Seite an der Wand steht und relativ nah an der Wand steht, so dass ich wahrscheinlich gar keine Möglichkeit habe, die MP60, die Dry Side von der MP60 dahinter zu bekommen, beziehungsweise dann nur so dahinter gequetscht kriege, dass sie überhitzt. Denn die Lüftungsöffnungen für die MP40 und MP60, die sind hinten. Die sind nicht seitlich, sondern hinten. Das bedeutet, jedes Mal, also die Dry-Side würde mir einfach überhitzen. Somit müsste ich wieder das Aquarium ein Stück von der Wand wegrücken. Ist auch noch nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. Vielleicht muss ich tatsächlich mal auf die Nero 5 oder wie die heißt, die mal ausprobieren. Die hat den Motor ja im Becken. Somit brauche ich den Platz hinterm Becken nicht. Das nur noch mal dazu. Ja, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann vielen Dank dafür. Das war's, was ich diese Woche alles berichten wollte. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bleibt gesund und bis dann. Ciao.